Getränken befreien. Auf der, oder beziehungsweise direkt in dieser, wir haben so eine Fanta-Kiste, saß ein dicker, fetter Archie, ein Spinner. Alter! Ich weiß nicht, was ich heute mit den Tieren habe, aber Alter, ne, widerlich. Einfach nur. Also erst die Maus, jetzt die Spinne. Ich habe genug von Krabbeltieren. Also bei Spinnen hört zumindest der Spaß auf. So. Ja, Tachchen. So, beim letzten Mal sind wir ja vor dieser Instanz quasi stehen geblieben. Wir würden wahrscheinlich eh da ungefähr reinkommen. Befürchte ich. Was hältst du dich einfach? Habe ich dir erlaubt, dich zu heilen? Ja, nein? Nein. So. Stimmt, es geht ja jetzt Titan an den Kragen. Wenn denn dann? Was haben wir hier noch? Tieferwald, südlichst Sanalan, südlichst Sanalan. Okay, so ein paar Sachen haben wir. Hier genauso. Okay. Guti. Das hier war. Schön. Harmonisiert. Okay. Wir können nämlich eigentlich da hinten hin teleportieren, ne? Vielleicht finden wir auf dem Weg noch bessere Tiere. Wenn der Sound, wie gesagt, zu leise oder zu laut sein sollte, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ist ja immer für jeden unterschiedlich. Die letzten Male war es immer zu laut. Deswegen hatte ich jetzt an den Einstellungen nichts weiter geändert vorher. Und ja. Nein. Unsere dicke Katze ist am Start. Das ist super. So, mal kurz umsehen. Wie gesagt, vielleicht finden wir unterwegs ein paar Bestiarium-Tiere. Ich befürchte nur, dass bis wir an dem Ort angekommen sind, wo wir hinwollen, dass es vielleicht bis dahin schon mit der Instanz losgeht. Wäre auf der einen Seite natürlich super. Auf der anderen wiederum eher weniger. Weil meistens dann, wenn ich sie gebrauchen kann, komme ich in die Instanz. Die letzten Male war das immer bei der Bestiariumstiersuche. Mobsuche. Also dann hat man gerade, ist man gerade dabei, so das letzte Viech zu erledigen. Und plötzlich wird man weggeportet. Karte. Da müssten wir auf jeden Fall hin, um einmal zu harmonisieren. Da sind die Dodos. Stimmt, wir haben ja jetzt auch ein Dodo, ein Baby-Dodo. Den hat uns ja Luna beim letzten Mal gegeben. Wo gehen die Jungen? Was ist das? Bin ich blind? Blind und blöd. Ah ne, hier soll. Ah ne, warte. Wo ist der Kristall? Ach, da ganz unten. Okay, ich habe nichts gesagt.
Aber warte mal, gibt es hier andere Quests, die man annehmen könnte? Ne. Nur Sachen, für die wir schon zu hoch sind. Hallo, meine süßen kleinen Dodos. Ja, wie gesagt, wir versuchen ja jetzt möglichst schnell unsere Hauptquest-Reihe zu beenden. Also, das heißt schnell. Wir machen sie ja trotzdem noch gemütlich, aber wir wollen uns erstmal so ein bisschen darauf konzentrieren. Weil ich gerne ein fliegendes, also gern mit meinem Reitpferd fliegen würde. Dann bin ich nicht mehr auf gewisse andere Leute angewiesen, die für mich Taxi spielen. Ich habe mittlerweile schon echt ein schlechtes Gewissen, wenn Luna oder so mich die ganze Zeit von A nach B kopieren müssen. Oder müssen, nicht aber. Ne? Ich freue mich zwar immer, aber es ist trotzdem so ein schlechtes Gewissen, was man immer hat. Ja, das habe ich nicht harmonisiert. Sechs Hexagon. Hier komme ich da rein, ne? Ja. Ihr merkt auf jeden Fall, dass ich eindeutig zu wenig unterwegs bin. Ich bin aber auch noch eine blutjunge Anfängerin in diesem Spiel. Das ist jetzt mein erster Charakter, den ich überhaupt auf Stufe 40 habe. Kann ich da runter? Ja, doch kann ich. Gott sei Dank. Harmonisiere das Ding bitte. Kurs. Schnell. Nur gibt es hier Quests? Über 20. Ja, gut. Was denn? Okay, und von da unten aus komme ich dann zur Wolfshöhle noch. Die Musik ist cool. Aber ich befürchte, da kommen wir erst hin. Ein Dungeon, ne? Okay, nee, wir können da hin. Gott, ich bin nichts. Ich bin Blutjunge-Anfänger. Aber ich liebe es. Ich liebe das Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich liebe es. Ich müsste mir eigentlich für. Dann war ich in. Ah, ist der PvP. Hilfe erlauben, das Spiel gegen einen anzutreten. Ich hab viel Ketten. Ungern. Ich möchte eigentlich nur bei der Quest abgeben. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Ich will hier nicht kämpfen. Ich hasse PvP. Das ist so. Ich sehe jetzt schon wieder ganz panisch. Bin ich hier richtig? Scheinbar. Ich hoffe, die Maus kommt jetzt in einem Kellerraum. Ach, Kacke. Okay. Und was geht jetzt ab? Also die Musik ist geil, aber... ich bin Ausbilder hier in der Wursthöhle, der Drillmeister. Wenn Zugehörigkeit, Rang, Vergangenheit und Ruhm genau gleich viel. Nehme ich einen feuchten Dreck. Okay.
Dann höheren Rang als du. Kapiert so verwaltes Stück Fleisch. Hier wird man wieder nur beleidigt. Ah, okay. Arena. Ah, ja. Ja gut, da möchte ich jetzt eigentlich noch nicht rein. Aber die Quest geht hier dann auch nicht mehr weiter, es sei denn, wir gehen da wahrscheinlich rein, oder? Möchte ich einmal. Wald. Was ist denn hier noch in östliches? Heißt das? Ringfängerinne. Ringfängerinne ist da hinten. Ja, dann machen wir das erstmal Bestiarium. Das hier merken wir uns vor. Aber ich habe Angst, dass wir dann da noch in die Instanz kommen. Einbriefe. Die Richtung. Die Richtung und dann darunter. So, dann hoffe ich mal, dass wir die Viecher jetzt finden. Ich kann schon wieder eine interessante Suche werden. Ich übersehe sehr gerne sowas im Monster. Scheiße. Überall Mobs, die einen verfolgen und angreifen können. Mach sowas nicht. Da ist was. Komm her, du kleines Monster. Warum? Ja, aber hier ist dunkel. Weil ich finde, die Effekte kommen dann auch bei. Also für mich selber dann immer noch besser, wenn es dunkel ist. Hat dann so einen kleinen niedlichen Touch. Okay, das hätten wir. Rotgischt. Haben wir hier noch Sandtor, Eichenwald. Okay, soweit nicht mehr. Okay, wo ist Rotgischt? Ja. Das ist schon wieder so eine Hin- und Her-Teleportiererei.
Flieder flatter. Oh Gott, eine Riesenkrabbe. Schnüppler. Hallo, ihr kleiner Schnüppler. Ah, ja, sehr gut. Wir können die Inni. Sehr geil. Endlich. Ich werde es verkacken. Beim letzten... Ah, oh, prima, ihr werdet auch verreckt. Das Schlimmste ist, die anderen müssen so lange auf mich warten. Ein Obenlebender, ein Eindringling, hat unseren Ätheriten benutzt und beschmutzt. Hat Titans heiliges Reich betreten, mit Füßen getreten, nicht erlaubt, verboten. Obenlebende muss weg, muss verschwinden aus Koboldreich. Fürchtet den Eindringling nicht, meine Kinder. Der Herr des Erdreichs wird ihr Schicksal besiegeln. Hör her, Obenlebende, du und deinesgleichen, ihr werdet das teuer bezahlen, dass ihr den Pakt gebrochen habt. Jetzt wird das Urteil zuteil gesprochen, um dann Limsa-Luminsa und all den wortbrüchigen Lügner, Betrüger, Doppelzüngigen Verrätern. Großer Vater, Herr der Felsen, Herr der Berge, Herr der Erze, dein ist das Erdreich, dein ist jeder Berg. Begrab diese Ruchlosen unter Felsen so schwer wie ihre Schuld. Doch, die Musik ist schon wieder mega. Mir tun meine Mitspieler leid, weil die warten müssen auf mich. Die dürfen halt nicht anfangen, bevor ich anfange. Aber ja, ich habe leider keine direkte Gruppe. Und ich würde die 10 halt schon gern finden, ne? Okay, das ist Titan. Er ist da, Herr. Ist da. Titan ist groß. Titan, Titan, Titan. Tut mir leid, Gruppe. Obenlebende, du wagst es herzukommen, nach allem, was ihr meinen Kindern angetan habt. Deinesgleichen entreißen dem Erdreich seine Schätze und scheuen nicht den Mord an seinen Bewohnern, denen sie rechtmäßig gehören. Ah, aber ich bin nicht der Erste, gegen den du dich erhebst. Du hast doch Ifrit entthront, nicht wahr? Was für eine unfassbare Vermessenheit in diesem armseligen Körper. Du wirst die Vergeltung dafür erfahren. Es tut mir leid, dass alle die warten müssen. So, weißt du, niemand guckt sich diese Szenen an. Nur ich. So. Beendet hat erhalten Alzheimer an Vergütung. Okay. Ich hab bei solchen Sachen immer Angst, dass ich irgendwas verkacke, ne? Ich hab echt jedes Mal Schiss. Vor allem, ich bin so eine blutjunge Anfängerin in diesem Spiel. Gott, wie... Okay. Ja, ich versuche, wie es so gut es geht, an andere zu halten, ja? Ja, ganz schnell da raus. Scheiße. Ich will jetzt einmal bei einem Prima überleben am Anfang. Einmal. Weil Ifrit habe ich ja verkackt. Damals. Vor allem damals. Beim letzten Mal. Autsch. Ja, komm. Muss ich auch einmal mitteilen. Ich will gar nicht wissen, wie lange wir für den brauchen. Ich glaube, ich habe diesen Kampf tatsächlich schon ein einziges Mal gesehen. Warum kann ich ihn gerade nicht anvisieren? Warum konnte ich ihn jetzt nicht mehr anvisieren? Jetzt. Oh Gott. Ich schmeiß mal schnell was ein. Verpiss dich da.
Jedes Mal habe ich schon das Ende, ja. Ich meine, ich habe den irgendwo diesen Kampf schon mal gesehen. Er kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Kacke. Ich hab die Rennfolge verkackt. Und weg da. Aber wir haben ihn gleich. Die Musik ist mega. Jetzt die Musik so gut weiterlaufen lassen können. Titan! Titan ist gefallen! Zerbrochen, zerfallen! Oh weh! Hey Luna! Schön, dass du reinschaust! Wie geht's dir? Und Daddel! Auch du herzlich willkommen zurück! Ganz gut, und selbst, ja, ich so ein bisschen Magen, aber sonst geht's super. Guten Morgen. So mitten, na gut, mitten in der Nacht noch nicht, aber es ist spät abends. Also, danke. Ach, es ist halt nur ein bisschen aufs Klo gerannt, ist halt nervig, aber sonst passt das. Streck. Du hast es gewagt, Titan zu erschlagen. Dieser Frevel soll dir niemals, niemals vergeben werden. Euresgleichen war es, die den Bund gebrochen haben. Wir haben uns unser Gebiet verteidigt. Deshalb sind wir aus den Bergen in euer hässliches, grünwucherndes, grelles Außenland gegangen. Wenn ihr weiter unseren Boden bedroht, wird es niemals Frieden geben. Hörst du? Wir werden kämpfen bis zum allerletzten. Ziehst du bis 3 Uhr durch? Oh Gott, weiß ich noch nicht. Weiß ich echt noch nicht. Also ich, bis 1, 2 Uhr ist geplant. Ob ich schaffe, weiß ich nicht. Na, das sind mal anständige Werte, wie man sie von einem Prima erwarten würde. Ich habe genug gesehen. Wir machen weiter wie geplant. Ganz sicher, Nero. Wir wissen nicht, wozu die Konstruktion imstande ist und wozu nicht. Ritalin. Mangelndes Vertrauen ist eine glatte Beleidigung. Meine Konstruktion könnte Titan im Bruchteil einer Sekunde in die Knie zwingen. Wenn die Geschichte wahr ist, dann können sie sogar ganz Eorzea unterwerfen. Ist das nicht so? In der Tat. Ich würde eine große Macht für eines einzelnen Hand ersonnen, geschweige denn realisiert. Das mag ja alles wahr sein. Für ein oder zwei Kämpfen. Ein Krieg läuft ganz anders ab. Dass uns einzelne Waffen den Sieg über ganz Eorzea bringen könnte. Oh, das wird sie. Vertraue mir. Ich traue der Sache nicht ganz. Ich glaube, er ist relativ schlau. Bin mir auch nicht so ganz sicher, aber... Beschränkte Geister. Und sie hat schon den vierten Kristall. Wirklich amüsant. Nur weiter so, hörige Dienerin Delins. Dein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Interessant, interessant. Er hat nicht die geringste Ätherspur hinterlassen. Diese Teleportationstechnik kann nur ein Askian so perfekt beherrschen. Und dass die Galea hier sind, ich hätte nie gedacht, dass sie gemeinsame Sachen machen. Welches Ziel teilen die Galea nur mit den Askians? Fragen über Fragen. Wie gesagt, wir tun nur alle Leute leid, die mit mir immer in einer Gruppe sind. Wenn ich mir das immer alles durchlese. Ich habe befürchtet, ihr würdet zu spät kommen. Aber du bist unverletzt. Was für ein Glück. Ich habe dafür gesorgt, dass man uns nicht folgen kann. Aber wer weiß, wie lange der Zauber hält. Ich muss etwas überprüfen, bevor wir diesen Ort verlassen. Du solltest zusehen, dass du hier rauskommst, bevor die Kobolde sich von dem Schreck erholt haben. Ich teleportiere dich zum Eteriten in Sirmas Klamm und wir treffen uns dann im Camp Bronzesee wieder. In Ordnung? Ja, ich habe ja keine Wahl. Ich darf mir das ja nicht aussuchen.
Ich darf nicht sagen, du, nee, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich möchte lieber da und da hin. Die Möglichkeit habe ich nicht. Ja. Und hinaus. Ach, ja, wo müssen wir hin? Okay, da können wir auch mit einem mit unserem Schokomuppel hin. Das Viech geht gar nicht. Diese Musik, ja, ne? Aber irgendwie ist sie auch cool. Sie passt zu dem Vieh. Aber am geilsten sind immer noch diese Schlitze. Wie das Vieh da den Kohlkopf giert. Das ist so, oh, herrlich. Ah, gut, dass du heil zurück bist. Lass uns besprechen, wie wir weiter vorgehen. Ihr schickt mich weiter von A nach B nach C. Wie immer. Warte, mir fehlt nochmal. Das ist kein Kohl. Kies. Ja, aber es sieht aus wie ein Kohl. Das kann man nicht anders sagen. Es sieht aus wie ein Kohl. Das ist kein Kohl, das weiß ich. Aber es sieht trotzdem genauso aus. Alter Verwalter. Das nenne ich ein dickes Ding. Ah, cool. Ist das das, was du dir geholt hattest? Warte kurz. Einmal das hier ganz kurz machen. So. Dann habe ich das nämlich einmal hinter mir. Ach du gute Leute. Das hat wieder um die 10 Stunden gebraucht, Alter. Das ist mega cool. Alter. Huch. Alter Falter. Wie kann man das sprengen? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Alter. Also das Ding hat echt was. 28 Euro, Alter. Alter, Alter, Alter. Nicht schlecht. Sieht gut aus. Ja, definitiv. Definitiv. Müssen wir mal gucken. Wo muss ich denn... Sag mir nicht. Oh. Ah, meine fette Katze. Die Katze kann mal meine Maus im Keller fangen. Sogar halb auf 3 Uhr. Echt? Siehst du das? Ich hab mir noch gar nicht richtig durchgelesen, was das genau ist. Ich habe nur gesehen, dass da irgendein Event dann ist. Das war's dann aber schon wieder. Aber das ist jetzt natürlich auch schon wieder so. Spannung. Neue Infos zum Addon und so weiter. Ah, okay. Sehr cool. Stimmt, das soll ich. Oh Gott, wie soll ich das so schnell schaffen? Dieses Katzending schon wieder. Ja, aber es ist so süß. Es ist doch süß und knuddelig.
Kann ich nicht mehr. Warte mal, kann ich mich bis dahin? Habe ich das frei gedingselt? Ja, kann ich. Auch Gott sei Dank. Aber ich glaube, bis das neue Addon rauskommt, bin ich mit den anderen Addons noch nicht fertig. Was denn? Hab ich doch schon wieder. Ich habe mich da schon wieder total verfranst. Kommt erst in mehr. Ja! Das reicht ja! So, ich glaube, solange. Na, zumindest Reborn sollte ich eigentlich. Zumindest das soll ich durchkriegen. Hoffe ich. Eventuell. Pechchen. Ich hoffe, ich sehe heute nicht wieder so oft mit Philia. Das wird so, es wäre nichts. Ihr habt wirklich Titanen besiegt? Die Gefahr ist gebannt? Das ist ja unglaublich. Ich werde umgehend Admiral Melvip darüber informieren. Zuerst Ifrit und jetzt auch noch Titan. Du bist für wahr keine gewöhnliche Abenteuerin. Nein, du bist eine wahre Heldin, die die Geschichte Eorias prägt. Bekommst du safe noch so im nächsten Monat durch. Ja, cool wär's zumindest. Ich weiß auch gar nicht, wie lange Reborn überhaupt geht. Also bis zu welcher Quest mit Level und so weiter. Und jetzt zumindest cool, wenn ich das schaffen würde. Danke für diese höchst erfreulichen Bericht. Bitte, richte dem Bund der Morgenröte meinen ehrerbietigsten Gruß aus. Level 50. Okay, dann dauert das auf jeden Fall so ein bisschen. Hälfte habe ich ja schon. Na gut, wenn ich die Hauptquest durchziehe, ist ganze Dings Albtraum. Ich glaube, da schaue ich Nox zu. Ich finde gerade mit Butcher. Echt? Tut er das? Hallo? Hörst du mich? Ich bin's, Minfilia. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Titan. Istola hat mir alles erzählt. Den 12 sei Dank, dass euch nichts passiert ist. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Aber Daddel, ich habe ja schon mal nur überflogen, was du mir geschrieben hattest. Per Flüsterdingens. Auch bezüglich der Kanalpunkte und alles. Ich habe es bisher nur überflogen. Aber es sind auf jeden Fall schon richtig geile Ideen bei. Richtig, richtig geile. Macht gerade seinen ersten Greifenblatt. Ah, okay, also noch ganz, 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 ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Och, an den Greifen kann ich mich noch zu gut erinnern. Ach ja, warte mal. Das war. Ja, das war das Ding. So. Kann ich ja mal schließen. Ich bin schon fast traurig, dass ich Witcher bald durch habe. Wobei fürs neue Gebiet brauche ich eh noch. Witcher 3 habe ich das Tutorial durchgemacht, dann habe ich es aufgehört. Echt? Also ich habe damals beim allerersten Mal 1-2 Stunden durchgezogen. Dann war ich aber etwas überfordert mit dem Alchemiesystem und allem. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Dann habe ich doch privat mit Witcher 1 angefangen. Das dann Let's Played. Ja. Und jetzt bin ich ein Witcher-Suchti und kann nicht mehr aufhören. Und ich habe ein Problem. Ich gehe heimlich zu einer Therapie, um meine Witcher-Sucht zu... Ne? Um das irgendwie zu regeln. Danke für das Kompliment. Du, wie gesagt, es sind echt mega geile Ideen bei. Ich werde mich da auf jeden Fall mit Kaya mal zusammensetzen. Und werde das dann mal so ein bisschen rauswursteln. Und mal gucken, wann er Zeit hat. Vielleicht Sonntag, bevor das Stream losgeht. Und ja, dann gucken wir mal. Aber da sind echt coole Sachen bei. Also alles wahrscheinlich nicht. Aber so das ein oder andere, doch. Doch, bestimmt. Da lässt sich was machen. Oh je, was ist denn hier passiert? Ist Minfilia tot?
Luna, es wurden meine Gebete erhört und jetzt mit Fidia endlich über den Jordan gegangen. Oder wurde sie zumindest entführt, dass ich sie erst mal nicht mehr sehen muss. Oh, scheiße. Oh Mann, warum hättest du nicht ja sagen können? Oh, ich sehe sie nicht. Das ist ja schon beim Gut, aber. Oh. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich wollte nicht lügen. Viel Spaß im Lurk. Oh. Die Meinige ist froh. Die Laufende lebt. Nach Hause telefonieren. Musa! Magenta! Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Wir sind synchronisiert. Ein Glück, dass alles gut ausgegangen ist. Ach, Louisua, könntest du uns jetzt sehen, wie dieses Mädchen kämpft, um dein Vermächtnis zu erfüllen? Ein Angriff! Wir werden angegriffen! Verdammt, wer seid ihr? Verschwindet! Ja, das ging schnell. Aber die Rüstung ist geil, die will ich haben. Hier also versteckt sich die Bezwingerin von Ifrit und Titan. Nee, ich bin noch nicht da, also. Nein. Komm raus, Dreckstück. Oder muss ich deutlicher werden? Alter! Dreckstück? Ey, das kriegst du zurück. Ich bin zwar nicht anwesend, aber das kriegst du zurück. Dreckstück. Hallo? Ich habe heute frisch gebadet, ja? Oh nein. Wirklich, Dreckstück. Das ist aber eine Beleidigung. Du musst unsere Kriegerin des Lichts warnen. Bedrück ich bin nicht warnen. Jetzt bin ich traurig. Nee, Quatsch. Aber Dreckstück. Das ist ein Kinderspiel. Ich ergebe mich. Aber verschont meine Leute. Ich bitte euch. Du hast nur nicht mal Mumm zu kämpfen. Oho, da ist uns ja das Prinzesschen persönlich ins Netz gegangen. Ganz schön dumm von dir, dich selbst als Messer zu liefern. Prinzesschen? Sie ist nicht da. Ihr könnt suchen, wie ihr wollt. Da habe ich mich extra hübsch gemacht. Und dann... Okay, nur der Helm ist nicht so toll. Aber sie wurde wenigstens entführt. Wie konntet ihr eigentlich wissen, wo wir... Schluss jetzt mit dem Geschwafel. Gekommen. Macht sie Reise fertig. Alle. Nein, nicht. Verflixt. Das ist... Ah. Oh, Papa Limo. Lasst sie in Ruhe. Ich hab doch gesagt, ich ergebe mich. Es reicht. Wir sind hier fertig. Unser Vögelchen ist ausgeflogen. Gut. Aber dafür werden wir mit dem Goldstück hier viel Spaß haben. Mir scheint nämlich, sie hat ein interessantes Talent. Was ist denn? Lass diese Würmer jetzt! Sie hat ihre eigenen Leute erschossen gerade. Bringen wir die reiche Beute nach Hause.
Ich hab so das Gefühl, die nächste Instanz ruft. Die Siebenhändige hat Nachricht für die Laufende. Von der ehrwürdigen Münfe hier. Die Laufende muss finden, den Zurückgezogenen in der St. Adama Lendama Kirche. Im östlichen Tanalan. Meine Geburt, die ehrwürdig vor der Bösartigen beschützen. Vergeblich. Verzeih der Meinigen. Rette. Und da ist das Gemüse gestorben. Okay. Dann haben wir noch da. Teleportieren. Immer.